Der kleine, geschwätzige Junge war zum Glück bereits wieder vor einigen Minuten gegangen. Der redet wie ein Wasserfall, murmelte Hawk kopfschüttelnd. Danach wandte sich der dunkelhaarige, drahtige Reklamator wieder seiner Arbeit zu. Aber eins muss man ihm lassen. Seine Mutter backt das beste Brot des Bezirks, welches man nur geschenkt bekommen kann, fügte er mit einem feisten Grinsen hinzu. Wohlwissend, dass echtes Brot in der Untermakropole von Tiffane schon grundlegend eine Seltenheit war. Heute war wieder einer der Tage, welche Julianus Hawk am liebsten übersprungen hätte. Jeden Moment konnte Mithras mit seinen Schlägern hier auftauchen und seine Freundschaftsgeste einfordern, wie er sie nannte. Dabei handelte es sich um ordinäres Schutzgeld. Fast eine Woche brauchte Hawk jeden Monat, um die daraus entstandenen Verluste wieder reinzuholen. Aber besser das als gebrochene Knochen oder eine brennende Werkstatt, knurrte er durch zusammengepresste Zähne, während er auf den Chronographen schaute. Nach all den verrückten Dingen, die er bis jetzt erlebt hatte, war er an einem Ort angelangt, an welchem er nahezu ungestört arbeiten, handeln und forschen konnte. Die Abende verbrachte er meist im krachenden Schott, einer Bar, die eher ein Trümmerhaufen mit Sitzgelegenheiten war. Dort hatte er gefunden, was Freunden am nächsten kam, und im Fall von Josie war es sogar eine Freundin mit Sonderleistungen. Er schmunzelte, als er an die Perle des Bezirks dachte. Viele Versager kamen ins Schott, nur um Josie jeden Abend hinterher zu lechzen. Vargas, der Besitzer, billigte das, um nicht zu sagen, er ermutigte Josie dazu, freizügige Kleidung zu tragen. Das hält die Kunden bei Laune, Püppchen, war einer seiner beliebtesten Sprüche. Wann immer sich jedoch die Finger eines der Gentlemen verselbstständigen und ungehörig wurden, tat es dem armen Kerl meist Sekunden später leid. Denn eben jene Hand wurde anschließend von Ragana, der Türsteherin, gebrochen und samt Besitzer in hohem Bogen rausgeworfen. In solchen Momenten lehnte sich Hawk immer breitgrinsend auf seinem Stuhl zurück und nahm einen großen Schluck von seinem Krughofbräu. So nannte zumindest Vargas die Rattenpisse, welche er als Bier vertickte. Aber bis zu diesem allabendlichen Ritual sollte es heute noch ein paar Stunden hin sein, denn Hawk erwartete noch Besuch. Als er Schritte vor seiner Werkstatt hörte, machte er sich schon auf das schmalzige Gesicht und die ölige Stimme von Mithras bereit. Als er jedoch den Kopf hob, stand dort nicht der Geldeintreiber in der Tür und auch keiner seiner Schläger. In der Tür befand sich ein Fremder, in eine weite schwarze Robe gehüllt. Vielleicht sein erster Kunde für diesen Tag. Hawk begann reflexartig mit seiner antrainierten Pitch. Tretet ein und staunet hier. Findet jeder, was er sucht. Beendete die dunkle Gestalt seinen Satz mit einer durch einen Respirator verzerrten Stimme. Hawk hob eine Augenbraue und musterte den Fremden. Dieser war ihm gänzlich unbekannt. Woher kannte er seine Kundenansprache? Entschuldigen Sie, kennen wir uns? Fragte Hawk gezielt gelassen. Unter der schwarzen Kapuze konnte man nur ein Brummen hören, das Rasseln, welches entstand, wenn Atem durch Respiratorfilter geholt wurde. Nein, Bürger Hawk, wir kennen uns noch nicht persönlich, kam die Antwort aus den Tiefen der weiten Kapuze. Auch wenn Hawk sich sicher war, ein Schmunzeln in der Stimme erkennen zu können, war er in Alarmbereitschaft. Ich habe niemandem auf Tiffane von meiner Zeit in der Mechanicus Archa Speranza erzählt. Woher weiß er davon? Was will das Adeptus Mechanicus hier? Von mir? Verdammt! Schoss es ihm durch den Kopf. Ein kurzer Blick aus dem Fenster und ein zweiter auf das Auspex unter der Ladentheke verrieten Hawk, dass keine kybernetisch verbesserten Gäste vor der Tür, auf dem Dach oder hinter dem Haus auf ihn warteten, was seine Anspannung jedoch um keine Drohne minderte. Wenn dieser Diener des Maschinenkults sich ohne Unterstützung hierher wagt, muss er überaus gefährlich sein, überlegte Hawk. Vielleicht ein zur Menschenjagd ausgebildeter Skitarius? Mit aller Gelassenheit, die er im Angesicht der Schrecken der Vergangenheit, die sich gerade vor seinem geistigen Auge entfalteten, aufbringen konnte, fragte er: Was kann ich für euch tun, Magus? Das darauffolgende freudlose Lachen erinnerte an die verrostete Prometium-Einlassklappe eines alten Helion-Gleiters. Wie kommt ihr darauf, dass ich vom Mechanicus komme?
Furcht projiziert unsere schlimmsten Feinde in unsere Gegenwart. Also frage ich mich, was habt ihr mit dem Maschinenkult zu schaffen? Überlegte der Verhüllte mit kratziger und knarrender Stimme laut. Hawk antwortete nicht. Er hatte sich wie ein Anfänger verhalten und ungewollt schon viel von sich preisgegeben. Die Tatsache, dass sein Gegenüber auf dieser assoziativen Metaebene dachte, sprach dagegen, dass es ein einfacher Techpriester oder Skitarius war. Aber wer ist es dann? Und woher weiß er etwas von meiner Vergangenheit? Dachte Rock. Rock beschloss, die Sache etwas ruhiger anzugehen. Für den Notfall hatte er immer noch sein Sturmgewehr unter dem Tresen. Nun, es soll eure Sache sein. Es geht mich auch nichts an. Ich bin hier, weil ich nach einem fähigen Reklamator suche. Fuhr der Verhüllte fort. Hawk blickte ihn wieder abschätzend und schweigend an. Entschuldigt bitte, sollte ich mich geirrt haben und ihr nicht derjenige sein? Unter der schwarzen Kapuze zeichnete sich ab, dass die Gestalt ihren Kopf drehte, als ob sie sich im Raum umsah. Ein kleiner Laden, der bis unter die Decke mit Regalen vollgestellt war, welche Waffenteile, Servomotoren, Kabel, Schrauben und andere Technikteile enthielt. Dann gehe ich wieder. Meine Zeit ist kostbar. Fuhr der Fremde fort. Hawk zeigte keine Reaktion auf dessen Aussage, um auszutesten, wie sein Gegenüber reagieren würde. Der Fremde nickte und wandte sich zum Gehen um. Und wenn ich dieser Reklamator bin? Fragte Hawk und achtete auf jede kleinste Bewegung der nachtfarbenen Gestalt, welche gerade ihre Hand nach der Tür ausstreckte. Dann habe ich euch ein Geschäft vorzuschlagen. Ich bin jedoch nicht hier, um Worthülsen oder sonstige Floskeln auszutauschen. Ich hasse derart ineffiziente Konversation. Hawk breitete die Arme aus und säuselte. Ich bin ganz Ohr. Eine kybernetische Hand kam unter dem Umhang hervor und schloss die Tür. Als die Vorderseite der Robe wieder in Hawks Richtung drehte, sah Hawk in seinem peripheren Sehbereich, dass die Anzeige des Auspacks erst flackerte und dann schwarz wurde. Ihr habt das Interesse meines Auftraggebers geweckt. Er sucht nach einem fähigen Entwickler. Kam die Aussage von der sich nähernden Gestalt. Entwickler? Das Wort habe ich noch nie gehört. Vielleicht ein Makropol-Slangwort einer anderen Welt, überlegte Hawk. Wenn ihr Reparateur oder Konstrukteur meint, dann bin ich euer Mann. Wenn die Bezahlung stimmt, fügte Hawk gelassen hinzu. Mit einem Zucken seines Handgelenks warf der Fremde ein Säckchen mit Drohnen auf den Tisch, worauf Hawk nicht anders konnte, als erstaunt die Augenbrauen zu heben. Die Summe des Geldes vor ihm musste geschätzt 2 oder 3 Freundschaftsgesten für den schleimigen Mithras entsprechen. Niemand, der auch nur halbwegs bei Verstand war, trug so viel Geld in der Untermakropole mit sich herum. Ich sage das, was ich meine. Nun, da eure beschränkten Bedürfnisse befriedigt sind und euer Interesse geweckt wurde, zur Sache. Brummte der Verhüllte vor seiner Theke. Noch über diesen spirituell anmutenden Satz, welcher auch von einem Wanderprediger stammen konnte, nachdenkend, sah Hawk durch sein Fenster den sich abzeichnenden Schatten eines ihm vertrauten Hünen. Mit blitzschneller Bewegung nahm Hawk das Säckchen vom Tresen und ließ es in ein Geheimfach in der Theke gleiten. Bevor die Tür krachend aufflog, konnte er noch »Entschuldigt bitte und verhaltet euch ruhig« murmeln. Durch die Tür trat ein hagerer Mann mit öligen, nach hinten gekämmten, blonden Haaren und einem ebenso öligen Grinsen in seine Werkstatt. Hawk, mein Freund, es ist mal wieder an der Zeit, mir deine Freundschaft mit einer netten Geste zu beweisen. Verkündete Mithras, der mit ausgestreckten Armen wie ein alter Freund auf Hawk zuging. Guten Tag, Don Mithras, war alles, was Hawk erwiderte. Er öffnete seine Kasse, entnahm alle Throne, die sich darin befanden, ließ sie weiterhin offen stehen und legte das Geld auf die Theke. Das Lächeln gefror auf Mithras Gesicht, als er die erbärmliche Ansammlung von Thronen vor sich betrachtete. Dann wanderte sein Blick zu der verhüllten Gestalt zu seiner Rechten.
Hawk, der eine üble Vorahnung hatte, grätschte sofort dazwischen. Bitte, Don Mithras, mehr habe ich im Moment nicht. Dies ist mein erster potenzieller Kunde seit über einer Woche. Wenn wir unser Geschäft abgewickelt haben, bringe ich euch euer Geld. Mithras sah Hawk abschätzend und mit hartem Blick an. Plus ein Zehnt Verzugszins, natürlich, fügte der Reklamator mit gespielter Unterwürfigkeit hinzu. Es machte ihn krank, dieses Scheusal hofieren zu müssen. Mithras schaute zuerst Hawk an, danach zu dem Vermummten und dann wieder zurück zu Hawk. Hawk, der Ärger mit Mithras auf jeden Fall vermeiden wollte, bemerkte eine verdächtige Wölbung an der rechten Seite des Umhangs des Fremden. Diese verriet ihm, dass er seine Hand um den Knauf einer Nahkampfwaffe legte. Hawk bemühte sich, sein ehrlichstes und der Situation angemessen verzweifeltes Gesicht aufzusetzen. Der Reklamator musste seine Verzweiflung nicht einmal spielen. So wie er den Fremden einschätzte, trug dieser entweder ein Energieschwert oder ein Kettenschwert. Egal, um was es sich handelt, dachte Hawk. Beides wird für unglaublichen Schaden, nicht nur an Mithras schmalzigem Gesicht, sondern auch an meinem Laden und meinem derzeitigen Leben sorgen. Nach einem zwei Herzschläge anhaltenden Moment der Anspannung setzte Mithras wieder sein öliges Grinsen auf und verkündete: Ich bin viel zu freundlich zu euch, Gossenpack. Zwei Zehnte und das vor der Sperrstunde. Verstanden? Natürlich, Don Mithras, sagte Hawk nickend mit einer gespielt lächelnden Verneigung. Mithras nickte ihm zu und stolzierte aus dem Laden heraus. Einer seiner Schläger zog die Tür hinter ihm krachend zu. Hawk wartete ab, bis die Schritte und das Gehabe der Mithrasschen Prozession nicht mehr zu hören waren. Erbärmlich, war der Kommentar der Kapuzengestalt zu hören. Von so etwas lässt du dich einschüchtern. Dann habe ich dem Fremden das freundschaftliche Du als Anrede angeboten, fragte sich Hawk. Aber egal, der Kunde ist König. Besonders wenn es ein so zahlungskräftiger Kunde ist, dachte er weiter. Er ist der Gangsterboss hier im Bezirk. Und wenn ich nicht schon wieder... Hawk brach ab und formulierte seinen Satz neu. Wenn ich ein ruhiges Leben haben will, muss ich meinen Teil beisteuern. Hättest du ihn und seine Schergen niedergestreckt, hätte Moog, ein Mutant aus dem Nachbarbezirk, hier übernommen. Das wäre eine weitaus weniger erfreuliche Art zu leben als unter Mithras. Wenn ich einen Tipp abgeben darf, ich würde sagen, das sind Aegis-Energieklingen unter deiner Robe. Wahre Schmuckstücke. Wieder keine Regung unter der Kapuze. Nun gut, was kann ich denn nun genau für deinen zahlungskräftigen Herrn tun? Fragte Hawk offen. Die Frage ist, was kann er für dich tun? Kam die konternde Antwort. Du betreibst Nachforschungen abseits der Wege dessen, was der Maschinenkult als gottgegeben ansieht. Das erste Mal entgleisten Hawk die Gesichtszüge. Ein unangenehmer Schauer kroch sein Rückgrat hinauf. Wenn das bekannt wird, gibt es sogar hier in der Untermakropole Individuen, die mich dafür töten würden, schoss es ihm durch den Kopf. Er kämpfte gegen den Knoten in seinem Magen und bemühte sich sofort wieder ein Pokerface aufzusetzen. Damit haben du und mein Herr gemeinsame Interessen, fuhr der Fremde unbeirrt fort. Was weißt du über die Männer aus Eisen? Ich, setzte Hawk an, brach den Satz jedoch wieder ab. Der Fremde ließ keinen Verhörton erkennen. Er trug keine Insignien, weder Mechanicus noch Inquisition, noch die, die sonst einer der Adepter. Der Kerl ist mir ein völliges Rätsel, sinnierte Hawk. Seine Robe war schwer und alt, aber zweifelsohne gut gearbeitet, was seine Authentizität zusammen mit den eben dargebrachten Drohnen unterstrich. Was bei allen Orks will der von mir? War sein Gedanke, bevor er weitersprach. Nicht viel. Ich kenne ein paar Legenden. Aber sie interessieren dich und du bist der Überzeugung, dass sie die besseren Individuen sind als die vom menschlichen Geist fehlgeleiteten Konstrukte des Mechanikers. Setzte die Kapuzengestalt nach.
wieder tiefst erschüttert, dass dieser Fremde seine innerste Überzeugung kannte, welche er mit Sicherheit niemandem je mitgeteilt oder je in irgendeiner Form geäußert oder niedergeschrieben hatte. Denn dieser Standpunkt war in den Augen des Mechanicus und des ganzen Imperiums dunkelste Ketzerei. Um Fassung ringend fragte Hawk: Wer seid ihr? Und was genau betet ihr mir an? Wieder verriet die knarzende Stimme, dass ihr Besitzer lächeln musste. Nennt mich Femto. Von mir wirst du die Wunder der wahren Maschine lernen.